Hallo und herzlich willkommen zu diesem Armedien-Best-of. Viel Spaß. Sind Sie sicher, dass Sie noch die abgelaufenen Breakdance-tanzenden Avocados kaufen wollen? Ja, mein Onkel steht drauf. Okay, das macht dann 5,99 €. Alles easy, hier, bitteschön. Dankeschön. Fun Fact, den 1 Euro habe ich sogar von einem Obdachlosen geklaut. 50 Cent fehlen. Oh, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Junge, was kannst du eigentlich, Digga? Du kannst ja nicht mehr erzählen, Junge. Warst du im Matheunterricht Sturdy-Tanz mit deinem Lehrer oder was? Oha, kann Ihnen so das Produkt nicht verkaufen, diese dumme Tastaturherstellende Dachbodenschnüffler. Verstehe. Ey, Bob, hast du Geld? Nein. Junge, dein Onkel hat Dünnschiss, Alter. Warum hast du kein Geld? Oha, Digga, warum gehst du auf Onkel? Okay, hast recht, war schon ein bisschen ehrenlos. Deine Tante hat Dünnschiss. Ich hab kein Geld. Junge, was laberst du, Schnürsäckelschiffler, wieder? Du hast dir letztens eine PS5 geholt. Ja, letztens. Junge, das war letzte Woche, Alter. An dem Tag hat mein Onkel so hart gefurzt. Ja, Bro, ich bin so broke, Junge. Ich hab schon ein Totengebet auf mein Portemonnaie gemacht. Ich bin so broke, ich hab ja nicht mal mehr Geld für Cornflakes, Junge. Wenn überhaupt, dann kann ich die ja nicht mal mit Milch essen, Alter. Ich muss die mit Wasser essen. Ich hab dadurch Dünnschiss bekommen. Der ist stärker als der von meinem Onkel. Hey, wisst ihr was? 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 Junge, deine Hose ist nass. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Einfach nur ein Fisch, Mac. Sie meinen Filet-O-Fisch, oder? Ja, aber das spielt doch keine Rolle, ist doch das Gleiche. Nein, ich meine, das weiß doch jeder. Wer sagt das? Aber Kalalu. Warum erfinden Sie jetzt Namen? Den Typen gibt's nicht. Bruder, natürlich gibt's mich, was willst du von mir? Sehen Sie? Junge, du bist ein Esel. Junge, warum beleidigst du mich? Nein, du bist ein Esel. Ach so, stimmt. Wie viel macht der Filet-O-Fisch? 4,95 €. Oha, Alter, meine halbe Niere. Wir hätten ja noch ein Angebot, und zwar 16 Cheeseburger für 38 Cent. Nee, kann ich nicht machen. Sind Sie komisch? Okay, dann nehme ich eben den Fisch, Mac. Filet-O-Fisch heißt das. Nerv mal nicht, du Esel. Bruder, was habe ich jetzt schon wieder getan? Eine Sekunde, was läuft hier falsch? Also, hallo, hat der Kunde ein Problem? Nee, alles gut, also er will anscheinend einen Filet-O-Fisch kaufen. Hast du ihm etwa noch nichts vom Angebot erzählt? Nee, aber er will anscheinend einen Filet-O-Fisch. Ah, so ein Kunde ist er also. Ja, die hatten wir schon 3-mal heute, Alter. Die sind echt schlimm, Mann. Ein Moslem. Richtig dumm, ich hätte lieber die Cheeseburger. Ja. Hey, Jungs, ich habe durch die somalischen Patch-Notes gehört, dass es jetzt eine neue Waffe gibt. Ach, stimmt, von diesem einen nordwestkurdischen YouTuber. Der ist Standard Bull. Ja, die Waffe heißt Bululu. Was laberst du, Alter? Was, mein Onkel? Was, mein Onkel? Oder so heißt die Waffe. Digga, was für dein Onkel? Junge, wie kommst du auf Onkel, Digga? Hast du Dünnschiss in deinem Kopf, oder was? Ja, mein Onkel heißt auch so. Digga, was laberst du, Junge? Ich hab grad einfach nur noch... Gib mir den Beat gehört. Hört mal auf, Alter. Ihr beleidigt gerade auf Senegalesisch die ganzen Vorfahren von meinem Hamster. Digga, was? Ja, Bruder. Heißt auf Senegalesisch, du hast Dünnschiss, Alter. Bruder, aber was hast du jetzt nochmal für ein Mikrofon, Alter? Geh mal Playmobil spielen oder so, Alter. Ey, lass mich aus der Gruppe kicken. Schwester, Alter, wie willst du mit uns kommunizieren? Über Handzeichen oder was? Bruder, wir verstehen dich immer noch nicht, Alter. Junge, man denkt, Dämonen haben dein Mikrofon übernommen. Junge, Dämonen sind noch zu untertrieben. Man könnte denken, Breakdance tanzende. Stör die Lehrer, die Ameisen an Obdachlose verschenken, haben dein Mikrofon übernommen. Schönen guten Tag, Sie wollten sich bei uns bewerben? Ja, aber warum gucken Sie mich so komisch an? Sie sind Ausländer. Sie könnten bei uns klauen. Was sind denn Ihre Fähigkeiten? Was macht Sie so aus? Hey, guck nicht auf die Decke, da ist nichts. Beantwort meine Frage, Mann. Sportsfreund, soll ich mit dir auf Spanisch reden oder was? Como es das? Despacito. So wie der aussieht, geht der Safe rückwärts einkaufen und schnüffelt an deiner Ziege. Okay, etwas einfacher erklärt. Was kannst du? Reden Sie doch langsam. Sie können doch Deutsch. Nicht so gesprächig. Typisch Ausländer. Auf jeden Fall, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen dich. Wir als McDonald's brauchen Leute wie dich, um unsere Konkurrenz Burger King zu vernichten. Wie viel Geld kriege ich? Noch nicht über das Geld reden, ne? Haben Sie Vorstrafen? Weil Sie haben schwarze Haare. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mal einen Ballon an Ballon-Gratis-Tag geklaut. Die sind eingestellt. Ey, Jungs, was geht, Alter? Ihr wisst Bescheid, ne? Wir machen jetzt die Nacht durch und so, ne? Let's go, Digga. Ich bleib bis 7 Uhr wach. Jungs, hört mal auf zu babbeln, Digga. Ihr geht eh um 3 Uhr nachts schlafen. Isa, sag mal leise, Alter. Du warst letztens schon um 2 schlafen. Okay, Jungs, chill. Okay, was sollen wir zocken? Bro, lass Roblox zocken. Vertrau mir. Digga, was? Bruder, Isa, du kackst gerade böse rein, ne? Okay, kommt alle Fortnite, ne? Ey, Jungs, ich muss euch was erzählen. Ich war letztens so im Rewe, ne? Brötchen kaufen und so, ihr wisst Bescheid. Ich hab einfach die Leute von Sturdy dort getroffen, ne? Am Ende, wir haben alles Sturdy gemacht und so, ne? Und er meinte so zu mir, ich kann so gut Sturdy machen, dass er mich gescoutet hat. Ich war dann so in New York, ne? Hab dann dort auch Sturdy gemacht und ihr wisst Bescheid, so, ne? Und dann haben wir alles Sturdy gemacht. Und am Ende, da kam einfach so eine tanzende Pizza ran. Die hat dann auch Sturdy gemacht. Ne? Und dann haben wir so ein Sturdy-Battle gemacht. Ich gegen diese Pizza dort, ne? Boah, ihr wisst, ich hab die so zerstört. Digga, was laberst du da? Musa. Digga, Musa, bist du eingeschlafen? Boah, Digga, Musa ist einfach eingeschlafen, Jungs. Ey, Isa, Digga, weg mal irgendwie Musa auf. Junge, Musa, du dummer Ziegenfußschnüffler, Digga, als ob du jetzt auch eingeschlafen bist. Boah, Digga, Ibrahim, weck immer ein bisschen auf. Ihr Babbler, Digga, ihr seid alle eingeschlafen. Boah, Junge, ich hasse... Boah, Jungs, was geht? Ich bin gerade eingeschlafen, ja, tut mir leid, ne? Ey, wie ist das? Digga, es ist 7 Uhr. Als ob, Junge. Ey, Jungs, was habt ihr so geträumt? Boah, ich will wissen, was Sammy geträumt hat. Ey, Sammy, was hast du geträumt? Jungs, was wollt ihr von mir, Junge? Ich hab von tanzendem Frischkäse geträumt. Kann mir mal bitte einer sagen, was der Satz des Kamelzüchters ist?
Junge, du bist 62, geh mal Bingo spielen. Ah, Bruder, auf einmal war das dann so und ich war voll schockiert. Ey! Ich werde hier gleich noch fuchsteufelswild, ich glaube, es steht 38. Der Schnürsenkelschnüffler, es ist aber gerade erst 11 Uhr. Nicht jetzt, Ermelei. Ruhe! Ja, Bruder, safe, Alter. Junge, du Bastelkleberschnüffler, Digga, geh mal Bernd das Börek schauen oder so. Ich hab dem einen Typen dann eine Bombe gegeben, der träumt jetzt davon, dass er Bonbon-Dealer ist. Und dem anderen Typen musste ich einen Superman-Punch geben. Ja, ja, und danach hat der Kameramann Stopp gesagt und die Snickers-Werbung wurde zu Ende gedreht, Digga. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich schwöre, das war ich, Digga. Ja, und mein Onkel hat Dünnschiss. Ey, Bro, kannst du gucken, ob's regnet? Guck doch selber vom Fenster, du Dönerbuden-Toilettenputzer. Bruder, ich hab keine Brille. Sehbehindert bist du also auch noch. Musa und Johannes, ich glaub, ein Schwein pfeift. Schweinefleisch ist verboten. Bruder, ich schwitz wie ein nasser Burrito. Junge Johannes, eher wie ein warmer Joghurt. Bruder, wir brauchen Urlaub. Dieses ganze raus mit den Ausländern zu schreien und alles, das kostet Energie. Wie wär's mit Timbuktu? Keine Lust auf Fasten und in Lehmhäusern zu wohnen. Ist nicht so mein Lifestyle. Wie wär's mit New York? New Yorker? Ey, von da habe ich meine letzte Lederhose geholt. Von Gastarbeitern gemacht? Natürlich. Klassiker. Wie wär's mit Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt, Junge. Nur die Ausländer dort. Frankfurt, Frankfurt, alle, was alle? Was meine Mutter kocht ohne Salz, Junge? Du bist ein Chicken Nugget Sohn. Oder er hat doch nichts davon gesagt. Was sagst du gegen Frankfurt, du kleiner Maniac? Weil er ist Ausländer. Stimmt, hast recht. Was hat das mit Ausländer zu tun? Also, wie soll ich es sagen? Soll ich mal die Zähne raushauen? Es ist halt so, Was sagen? Was? Was? Junge, es sind die Ausländer, Alter. Überall nur noch behaarte Affen. Wir Affen? Wir Affen? Nein, Alter, selber weg! Trau zu Frankfurt! Trau zu Frankfurt zurück! Trau dich! Baljeet, sag einfach nur Eid Mubarak, okay? Okay. Eid Mubarak. Jetzt du, Franz Digi. Jo. Eid Mubarak. Junge, Franz, das ist keine Werbekampagne für einen Dönerladen. So. Eid Mubarak. Oder wie ich es gerne nennen würde, einfach abschieben, raus mit den Ausländern. Eid Mubarak. Und jetzt ein bisschen weniger terroristisch, bitte, okay? Eid Mubarak. Eid Mubarak. But we don't want 9/11 again. Ey, diese neue Schokolala-Waffe, Digga, die ist unnormal krass, Junge. Ja, ist so. Die verwandelt einfach jeden in ein Kamel. In ein sturdy tanzendes Kamel. Passt auf, da vorne sind welche. Ey, Jungs, Alter, mein Onkel hat Dünnschiss, deswegen habe ich jetzt auch gerade voll den Dünnschiss, Alter. Ey, ich muss ganz kurz auf Toilette. Ciao, Jungs, ne? Junge, was laberst du, Dönerbuden-Toilettenputzer wieder, Alter? Bleib mal ganz kurz hier. Okay, wo ist nochmal meine Toilette hier, Alter? Ich fühle mich hier wie in der Wüste. Ich bin in der Wüste. Ey, du. Du wurdest jetzt herausgefordert zu einem epischen Breakdance-Duell. Junge, was laberst du, Alter? Du siehst aus wie jemand, der im Schwarzmarkt mit der Popel von Michael Jackson dealt. Das nehme ich persönlich, Alter. Komm, trau dich. Ey, Steven, Bruder, warte eine Sekunde. Tamam, Bruder. Wieso habe ich dich eigentlich mitgenommen, Alter? Ich muss doch eigentlich nur auf Toilette gehen und Dünnschiss haben. Yeah, boah, pa, chan, kam, pa, pan. Bruder, was redest du für eine pakistanische Sprache, Alter? Ich mach dich jetzt fertig wie ein bangladeschischer Esel. Junge, träum weiter, Sportsfreund, Alter. Dein Esel ist ein Esel. Sag mal leise, Junge, du hast keine Chance. Hua, pa, pa, pum. Boah, du hast mich besiegt. Du darfst weitergehen. Siehst du, Steven, Bruder, das geht ganz easy, Alter. Hier sind überall irgendwelche Breakdance-tanzenden Flüchtlinge. Ja, Mann, Alter. Ey, guck mal nach da, da ist ein Esel. Warum ist da ein Esel? Bruder, bevor du hier weitergehst und auf Toilette gehst, um Dünnschiss zu machen, beantworte mir diese Frage. Oh, ich hab von dem gehört. Das ist der Weise. Das ist der weise Esel. Interessant, Bruder. Der nach Kakerlaken schnüffelt. Wie kriegst du den Bastelkleber von Art Attack? Boah, das ist eine epische Frage, die hat mein Leben geprägt. Bruder, nicht mal Wissenschaftler von Ghana können diese Frage beantworten. Mit Jizz. Tamam, das ist korrekt, du kannst weitergehen, Bruder. Siehst du, Bruder, ich bin der Sensei der Döneraktien. Und der Meister der bangladeschischen Sturdy-Künste. Und der Meister der somalischen nordkurdischen Breakdance-Künste. Was denken sich gerade eigentlich Musa und Johannes? Bruder, wo ist schon wieder dieser visumantragstellende Flüchtling? Hey, Jungs, habt ihr eigentlich schon das neue Update heruntergeladen? Als ob es wieder ein neues Update gibt, Alter. Junge, dieses Spiel hat mehr Updates, als mein Onkel irgendwelche Leute mit Eseln und Kamelen abzieht. Digga, dein Onkel zieht Leute ab? Bruder, das Kamel-Business ist hart. Digga, dann lass eben, keine Ahnung, Valorant spielen oder so. Ey, das heißt Vehlo. Digga, was laberst du? Digga, Junge, was für Vehlo, Alter? Das hört sich an wie so ein Name von irgendeinem so pakistanischen Austauschschüler, der eigentlich 38 Jahre alt ist. Ey, Jungs, lass mal Brawl Stars spielen. Digga, hat der gerade Brawl Stars gesagt? Digga, ich glaub ja, Alter. Was mit seinem Gehirn passiert? Junge, hast du zu viel 5-in-1 Minion-Shampoo in Kooperation mit Cars benutzt oder was? Junge, ihr wisst doch, ich hab keine Konsole, Alter. Digga, wir reden über FaceTime, Junge. Du hast einen Controller in deiner Hand. Bruder, der ist aus Pappe und Jizz gebaut. Digga, warum Jizz? Junge, bist du eklig? Man muss Prioritäten setzen, Alter. Ich hab dieses Ding von einem Art Attack-Video nachgebaut, Junge. Die meinten Bastelkleber. Den gibt's nicht mal in Bangladesch. Dann habe ich einfach irgendwas anderes Klebhaftes Junge, genommen. Junge, Musa, was hast du wieder gemacht, Alter? Junge, was? Ich glaube, die Chili-Cheeseburger haben sich nicht so gebockt, Alter. Ich muss so fett auf Toilette. Ich hoffe, man riecht das nicht. Junge, wer hat in deinen Kopf gekackt, du Bleistiftkopf? Digga, wie konntest du meine Gedanken lesen, Junge? Lernt man an der Barello-Universität. Selber Bleistiftkopf. Schön mal, du Kastaniensammler, Junge. Auf jeden Fall, warum hast du überhaupt einen Anzug an? Keine Ahnung, aber willst du irgendwas über marokkanische Physikwissenschaften wissen? Digga, was laberst du? Keine Ahnung, aber ich muss unbedingt auf Toilette. Digga, dann geh doch einfach auf Toilette, Junge. Bist du behindert? Mein Vater ist da drin. Oh, er ist rausgegangen. Ja, Digga, du hast auch echt Avocados in den Augen, du Klaviertastensortierer. Junge, endlich. Warte, was ist das? Dieser Geruch.
Warum stinkt es hier so hart, Junge? Es ist krasser als der Dünnschiss von deinem Onkel. Oha, Digga, geht auf Onkel. Vertrau mir, hier gibt's nur gute Sachen. Das ist die beste Qualität. Alter, laber mal keine Ameisenkacke. Bruder, vertrau mir, ich mach gute Preis für dich. 50% von diesem Trikot besteht aus Sand. Hallo, Bruder, du guckst Golf, du guckst Tennis, du guckst keinen Fußball. Was laberst du, Kieselstein-Sammler? Bruder, sag mal leise, dein Onkel hat Dünnschiss. Junge, auf dem Trikot steht Benzema. Der heißt doch so. Junge, was laberst du? Hamir, du Schmutzknödel, Bruder, erzähl dir noch von dem Angebot. Ja, welches Angebot? Wir lieben Deutschland, Deutscher hat Geld, du hast Geld. Bro, ich glaube, du hast irgendwas ganz falsch verstanden. Ich biete dir ein Trikot von diesem an. Und diese. Digga, was soll ich mit einem... Das ist die somalische Nationalmannschaft, Bruder. Was soll ich damit anfangen? Das ist schön blau und so. Und das ist die kurdische Nationalmannschaft. Haben die überhaupt eine Nationalmannschaft? Ja, normal, Bruder. Bro, was machen die überhaupt als Nationalhymne? Schweigeminute? Oha. 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 Auf jeden Fall 30 Euro für dieses Ding. Bruder, für die somalische Nationalmannschaft-Trikot. Ja, okay. Nein, nein, du wolltest das nicht. Dann kriegst du es auch nicht. Für dieses Ding. Bro, das sind Hello Kitty-Socken. Warum guckt ihr mich so an wie mein Onkel, wenn er Dünnschiss macht, Alter? Raus aus meinem Laden, du Ameisensammler, du dummer Huhn.